Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Ahrtal unterwegs, genauer gesagt bei Sinzig, und wir gehen den Panoramaweg Bad Bodendorf. Die Strecke ist 7,9 Kilometer lang und führt uns über 201 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns erwartet, dann bleibt dran. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Dafür, dass es eine leichte Wanderung ist, geht es am Anfang dann doch ein bisschen knackiger berghoch. Aber es gibt auch sehr schöne Aussichten, insbesondere am Feltenturm. Das hat uns besonders gut gefallen. Und dann gibt es auch immer wieder ein paar schmalere Pfade. Ja, und jetzt die letzten 2 bis 3 Kilometer sind wir auf einen etwas breiteren Weg hier entlang gegangen. Man hat dafür aber schöne Aussichten hier in die Umgebung. Und was uns besonders gut heute gefällt, ist, trotz der kalten Temperaturen gibt es so die ersten grünen Blätter an den Zweigen. Das gefällt uns auf jeden Fall richtig gut. Ja, jetzt freuen wir uns auf die zweite Hälfte der Tour.
Wir befinden uns am Ziel der heutigen Wanderung und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als eine Waldwanderung, die größtenteils durch den Wald, aber auch am Waldrand entlang verläuft. Es gibt ein paar schöne Aussichten und der Anfang, da braucht man ein bisschen Kondition, der ist relativ steil. Ja, dann gibt es noch unterwegs die Möglichkeit, in der Cecilia-Hütte einzukehren und sich etwas zu stärken. Und wenn man noch etwas Sport machen möchte, gibt es auch so eine Mischung aus Spielplatz und Trimm-dich-Fahrt unterwegs. Das Einzige, was uns nicht so sehr gefallen hat, das war die Tatsache, dass gerade im Mittelteil die Wege sehr breit sind und auch leider wenig abwechslungsreich. Highlight waren für uns auf jeden Fall die schönen Aussichten, insbesondere die von Feltenturm, die haben uns besonders gut gefallen. Unter dem Strich erhält die Strecke daher von uns 6 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.